Genau, ich krieg das Spiel nur aus. Schon wieder vor der Glotze. Unglaublich. Jo. Warte mal. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass ich den Fernseher ausmachen soll? Und, dann spring ich zur Toilette. Doch, genau das will sie. Jetzt ist die Mattscheibe kaputt. Okay, hat mir jetzt Unschi gebracht. Die hat die Fernseher kaputt gemacht. Ob's da überall Zigaretten. Hallo? Fernseher? Nicht? Gut erkannt, Dr. Watson. Naja, das ist der Fernseher trotzdem kaputt. Ach, warte mal. Nee, diesmal nicht bedrücken. Ach, ja, jetzt hab ich's. Ja, okay. Also ist es wahr. Kaum ist die Glotze an, verliert man wieder den Blick für das Wesentliche. Gottes Willen, da sind die ganzen Freaks. Die ganzen Glotzenkicker. Oh, das ist ja schon wieder Strömlinge hier. Da putzelt doch schon wieder was. Eieieiei. Dort regnet ja auch hin. Hab's gleich. Geht gleich los. Guck mal, da oben ist nämlich die Sicherung. Ich guck bloß nochmal schnell, ob wir hier irgendwo was finden in irgendeinem Schränkchen. Hier oben zum Beispiel liegt ein Hut. Hier ist ein Wagen. Keine Ahnung, für was der gut ist. Ich schieb den jetzt einfach mal irgendwo hin. Irgendeinen Grund wird er haben. Nee. Oh. Okay. Okay.
Wie ist das, wenn ich den Fernseher jetzt ausmache? Also ich muss ja da drüben an die Sicherung rankommen. Komm nicht ran an den Fernseher. Also ich komme wahrscheinlich ran, wenn ich da unten bin. Aber ich muss dort den Hebel erst ausmachen. Dann ist der Fernseher aber auch aus. Wir können ja mal was testen. Um Gottes Willen. Junge. So schön, hier ist der Fernseher aus. Deswegen ist der Saft aber noch da. Aber ich habe den Fernseher ausgemacht. Warum? Ich weiß jetzt selbst noch nicht richtig. Okay. Wir sind schon wieder mal verbuggt. Also ich häng fest, jetzt in der Wand. Er hängt fest. Seht ihr das? Er hängt im Regal fest, also in dem... Verdammt nochmal, das ist das zweite Mal heute. Toll macht Micha, echt toll. Ja. Fantastisch hat Micha das gemacht. War es jetzt für mich persönlich? Mache ich den Fernseher aus? Oder? Gut, das war falsch. Wie komme ich da drüben hin? Ach, ich hab es. Jo, alles klar. Ich glaube, mein Gehirn ist gerade warm gelaufen. Nach 7 Stunden, 10 Minuten ist mein Gehirn warm gelaufen. Toll, oder? Ich glaube, er ist nur Starflamme. Ja, warum sollte jetzt so was vernünftig kommen von dir? Vielen lieben Dank dafür, mein lieber Freund. So, zack, Strom ist aus. Zeig den Fernseher aus. Jetzt ist der Strom aus. Warum ist der Strom jetzt aus? Warum muss ich den Strom jetzt aus haben? Hallo, sag mal. Wenn ich jetzt den Strom anmache,
Deswegen brennt hier drin eine Uni mehr Licht, okay. Ist ein Teddybär? Toll. Also das Spiel speichert? Warum speichert das Spiel jetzt? Ja, erstmal schön abgebrüllt. Okay. Warte. Nein, nicht du, sondern nein. Nee, der klettert da hoch. Muss ich überhaupt den Strom ausmachen? Also wer weiß, ich habe jetzt absolut gerade keine Ahnung, was ich da unten in dem Zimmer finden sollte. Geschweige denn hier irgendwo. Warte mal, ich will noch mal kurz halt gucken. Nee, warte mal bitte noch. Also ich bin jetzt gerade der Meinung, dass ich... Dass ich jetzt hier den Wagen wieder hinstelle, dann krabbel ich auf das Geländer und dann springe ich hier drüben zu dem Schrank, zu dem Fernseher und dann schwupp bin ich weg. Und die eigentliche Aktion, warum ich hier bin, ein Riesenraum. Aber in meinen Augen jetzt gerade... Also der Raum hier hinten, der bringt mir überhaupt keine Punkte gerade. Außer, dass ich hier durch die Tür nicht eng durchkomme. Toilettenpapier, das ist schon mal sehr schön, ja. Ich den Schlüssel noch, warte mal. Ne, das ist so ein Aufziehschlüssel, das ist ein Schlüssel. Das ist ein Teddybär. Kannst erstmal weggehen. Was? Mach nicht so was. Mal, geht ja um den Fernseher. Damit komme ich jetzt hier weiter. So. Na? So, jetzt mache ich den Safe wieder an.
Wir schieben ja noch mal den Wagen ein bisschen hier durch den Einkaufsladen, ja. Dann rufen wir vielleicht noch ein bisschen was bei den Tante Emma Laden. Genau, kann sein, dass wir jetzt drauf gehen, ich weiß es nicht. Jo, machen wir. Die Glotze ist aus, weil sie den Saft hat. Schon mal klar. So Blödsinn. So weit kann ich ja niemals springen. Die andere Frage ist, wie soll ich da hochkommen? Also den Ehensprung krieg ich ja hin, aber... Jetzt ist bloß die Frage, wie komme ich wieder oben zum Strom? Wahrscheinlich muss ich jetzt hier lang. Und irgendwie muss es einen Weg geben. Dass ich da oben auf das blöde Regal wieder aufkomme. Nee, den Top kann ich nicht bewegen. Warte mal, ist hier eine Spielkiste? Nee, auch nicht. Der war schlecht, der war ganz schlecht. Ah, ist doch Blödsinn. Warum kletter ich denn nicht das Regal einfach hoch? Warum kann ich... What? Ehrlich? Wieso greift der denn nicht danach? Ich war doch jetzt schon auf der Höhe. Warum greift der Bengel nicht nach dem Regal? Ich raff's. Jetzt bin ich schon wieder an der Stelle, dass ich mehr ein Raff-Problem habe.
Junge, schmeiß doch das Auto weg. Ich will die Kiste haben hier drinne. Nee. Micha. Namenloser, wie groß ist denn die Flamme? Ist die größer oder ist sie schon groß? Oder glimmt sie jetzt wieder vor sich hin? Okay, da wären wir jetzt voll reingesprungen. Mittel, sagt er. Mittel. Okay. Bist auf dem richtigen Weg. So, der Sprung war schon mal nice. Okay, der Sprung passt. Der Sprung passt. Ich muss irgendwie den Strom wieder ankriegen. Den Strom wieder an. Wie komme ich verdammt noch mal da oben hin? Das geht doch nur durch. Ich bin der Meinung, dafür muss doch der das Zimmer da sein. Damit ich durch den Schacht oben wieder auf den verdammten Schrankruf komme und den Strom eingeschaltet kriege. Jetzt wäre ich aber gleich zu Rasenden und so. Okay, kann ich nicht mitnehmen? Was ist denn, hä? Was ist denn? Hä? Hä? Hier. Oh Mann, ey. Ehrlich? Wartet jetzt so gemeint, Namenloser? Dass ich jetzt seitlich an den Schrank ranspringen muss? Ehrlich? Alter. Ich wirke im Strahl, ganz ehrlich. Die Frage ist bloß, ob ich die Position wieder so finde wie eben. Ich hab dich auch lieb, Micha. Ja. Hab euch auch lieb. Alle hab ich lieb.
Okay. Okay, der Jump, der ist ein bisschen... Also ist jetzt nicht einfacher, aber... Also ist interessant, war, also heute gegenüber dem ersten Teil halten mich so eine kleinen Kniffeldinger gerade mehr auf. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das ist doch jetzt nicht echt nicht sein Ernst. Ist egal. Wir nehmen das jetzt einfach so hin, weil toll ist. Steh auf. Alter, jetzt bitte nicht auf den letzten Metern, ja, bitte auf den letzten Metern bringt dieses Spiel mich jetzt nicht aus der Fassung, ja. Auf keinen Fall. So, kurzer Sprungtest. Dann gehen wir schnell den Strom anmachen. So, ich stehe hier auf dem Brett, ja. Spring genau daneben, okay. Bisschen vor. Bisschen zurück. So, ich stehe auf dem Brett. Okay. Nicht ganz in der Mitte, ein bisschen weiter hinten, aber fast. Okay. Kann nicht wahr sein. Kann echt nicht wahr sein. Komm, lass mich rinnen ins Zimmerchen hier. Echt so niedliche Zimmer, ja. Dafür, dass du nur auf den Tisch hochspringst. Ist jetzt. Na, ist egal. Namenloser, ich lese mir deinen Text durch, wenn wir jetzt durch diese Ding hier durch sind. So, jetzt ganz geschmeidig. Jetzt sind so eine Stellen, wo ich ganz gerne so ein mal schnell Speichern-Button hätte. So F6 oder so. Gut. Alter. Ich hatte das Spiel an einer ganz anderen Stelle kurz vor Ende aufgeregt. Kann sein, dort verzweifeln wirst, denn ich habe das nur durch einen Bug geschafft. Ich wusste mir nicht mehr auszuhelfen. Wieso mit einem Bug? Ein Bug, der durch Zufall kam und dann hast du gewonnen oder wie? Ist ja auch nicht schlecht. Wo ist jetzt? Hä? Mach doch mal aus die Glotze.
Um Gottes Willen. Will ich's erleben? Ich glaube nicht, oder? Ich nehme die Telefonzelle, die hier unter mir steht. Dann machen wir Till und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Aber nicht jetzt so was hier. Ich weiß ganz genau, was jetzt hier kommt.